Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fersengold TV. Das ist Folge 139 und dabei geht es um unser Halloween-Online-Konzert von letzten Samstag. Es war eine sehr abgefahrene Show mit Kostümen, mit Spielen, mit vielen Sachen, die wir gar nicht so geplant hatten. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Folge und wünsche euch viel Spaß. Der Mond spiegelt sich geisterhaft im schmatzenden Morast. Die alten krummen Birken seufzen schauerlich im Wind. Der Nebel schleicht weit über Moos und Heide ohne Rast. Bedeckt der tiefe Böden, die vergessene Gräber sind. Und steigt dann dort zu Mitternacht ein Mädchen hoch empor. Brennt sie auch wie ein Feuer unter bleichem Sternenglanz. Moin liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist soweit und es ist Halloween und unsere große Halloween-Party steht an. Wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, das letzte Konzert überhaupt 2020 dieses Jahr. Heute Morgen sind wir angekommen und haben uns aufgebaut. Die Bühne ist geschmückt worden, es ist sehr gruselig da drin und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! It's close to midnight. Leute, was ist los? Happy Halloween. Sehe ich so gruselig aus mit der Maske, oder? Ja, auch ohne Maske schon, aber das so macht jetzt ein bisschen besser. Ist besser sogar. Ja. Ah, alles klar. Danke fürs Kompliment, Eike. Du weißt auch schon, von mir gibt's nur Komplimente. Oh mein Gott! Das ist ja furchtbar! Das sieht alles noch sehr gefliegt aus gerade, aber es wird sich alles ändern heute Abend. Ich wollte das nur schon mal probieren. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit, aber gleich muss ich mich schminken. Und das erfordert sehr viel Detailarbeit, sag ich mal. Das muss man gut machen, damit das gut wird. Weil wenn ich es nämlich verkacke, dann kann ich es wieder abmachen und nochmal neu angehen, das Thema. Ja, und wir haben einiges zu tun. Wir müssen eigentlich auch noch ein Intro basteln. 10 Minuten ist Soundcheck. Ah, und dann müssen wir noch ein Paket packen für den Kostümgewinner heute. Ihr merkt schon, wir sind mal wieder super vorbereitet für heute Abend. Ah, das läuft alles. Also wir sind noch gut im Zeitplan. Heute Abend wird es groß wieder. Auf jeden Fall. Sehr geil. Geil. Hallo. Hoppelchen, Hallöchen. Auris. Eike, wie ist es? Hast du Spaß? Ich hab Spaß. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir drückt der Bart wieder mal die Maske in die Augen. So ist besser. Nicht in die Maske fassen, Kinder. Sieht umwerfend aus. Das hilft ja nichts. Hilft ja nichts, muss ja sein. Hab ich auch auf. Wir machen mit. Das ist vernünftig, weil wir vernünftige Menschen sind. Sieht man ja. Wann geht's denn los heute Abend? 20. 20:00, da haben wir ja noch Zeit. Brauche ich nochmal einen Kaffee, oder? Oh, da wäre ich dabei. Komm, Kaffee trinken. Geheime Katakombe, los, komm! Wir machen weiter, Eike. Ach so. Wir müssen Kaffee trinken. Ah, okay, los! Dann viel Spaß. Danke, danke. Ich hab dein Kaffee mit. Weiter geht's. Jo. Also, Cam aus, Bass umschnallen und Rock. Malte, kannst du, wenn du das machst, näher an die Wand ran? Ja, klar. Also viel, viel näher. Also tatsächlich, was halt geil wäre hier, dass du wirklich so nah wie möglich an der Wand ran bist. Dann hat man halt dieses Gefühl auch von neuer Szenerie und so einen ganzen Spaß, weil ja. Ne, dann gibt man halt diesen Ausschnitt so. Schau an deinem Bettrand an, und was empor, zwei knochige Hände, sie tasten sich vor, ein knappiger Schädel zum Erwacht zur grafigen Kiefer zum Leben erwacht. Voll gruselig, weil ich mich überhaupt nicht höre auf dem Ohr. Komm her, mein Kind. So schon gruselig. Aber Zelle höre ich. Der Knochenmann kommt zu uns heim. Ja. Ja, geil. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen das Set jetzt einmal kurz zusammen durch und wir gucken, dass das alles, was wir uns überlegt haben, klappt. Oder auch, wenn es nicht klappt, lustig ist. Genau, also Intro kommt heute von Thiago. Ne? Hast du das schon am Start? Nee.
Dann kommt die Begrüßungsmoderation von Malte und dann spielen wir den Rode Gär. Dann folgt das erste Spiel. Die Spiele heißen ja Süßes oder Saures. Es kommt viel davon. Malte moderiert Horace an, der dann reinkommt. Die Tracks nach den Spielen sind immer so angelegt, dass es Party-Tracks sind, oder schnellere Nummern, wo dann ganz viel Zoom rein muss. Weil dann geht es im Grunde darum, sowohl auf der Bühne das einzufangen, was dann irgendwie an chaotischem Kram passiert, und auch das Publikum mitzubringen. Das ist also halt wichtig, immer nach dem Spiel. Ja, cool. Wann geht's los? Zeitlicher Ablauf? Also 8 Uhr ist Start, Screen, ne? Also öffnen, Startshow um 8. Ja. Punkt 8? Ja. Ja? Ja. Ich muss noch den, das Nervengewebe erstmal herstellen. Das ist gar nicht so ohne mit diesem Satz. Seine Haare sind schon grün? Ja, oder nee, ich dachte, das sieht nur so aus. Oh ja. Die sind leicht grün, wie schon. Ne? Da sprühe ich gleich nochmal rüber. Junge, warum denn so ernst? Ja. Das muss ich gleich noch üben. Oho. Was ist das für ein Kuschel hier? Ist das nicht so ein Cheerleader-Quatsch? Oh, also ein der Umhang. Umhang, der Umhang, der Umhang, der Umhang. Hast du noch ein T-Shirt für mich? So, es geht bald los. Ich habe kein Kostüm, ich habe kein T-Shirt. Das reicht doch. Das ist so hart. Einfach nur ein T-Shirt. Ich muss einfach nur das anziehen. Ja, einfach nur das. Ich bin auch viel besser, ich habe meine Perücke noch nicht gesehen. Das ist ja auch Foto von dir, oder? Ja, es sieht mir total ähnlich. Willst du eine Hose darf ich tragen? Oder? Eine Hose, ja. Vampire haben Hosen. Du musst auch immer den Haaren ausmachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Perücke, hab ich schon vergessen. Ach ja, ja, ja. Warum denn so ernst? Ein Zaubertrick. Und zack, ist er weg. Wunderschön. Nicht wahr? Wunder, 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 wunderschön. Bei euren Joker mag ich auch sehr. Der ist auch gut, ne? Man darf gespannt sein. Ja, auf jeden Fall. Immer. Vor den Bildschirmen. Willkommen zur Halloween-Party von Fersengold. Wie wundervoll, dass ich hier bin, nicht wahr? Ich bin heute Abend der jugendliche Teil der gesamten Show. Ich will mit euch spielen, denn freust du dich? Das war der Tag, an dem die Wetter sich betrachten. Der Tag. Zwei völlig unterschiedliche Techniken. Hier dreht sich der Proband, da drüben bei Vampir überhaupt nicht. Vampir deutlich im Vorteil. Hörst du auf, du Saukerl! Und aus! Wir haben da einen Sieger bei Malte geschummelt! Komm her, mein Kind, denn es ist Zeit zum Tanz, so darf ich bitten. Dann läuft die ganze Gute. Komm her, mein Kind, sei der Rest. Ja. Tanz mit dem Knochenmann. Wir haben Kontakt zu jemandem, der hat eine Biker-Diele. Das ist
einen Motorradladen in Ocholt, die Biker-Dilo Ocholt, wenn ich mich recht entsinne, der Sebastian. Und irgendwie entstand dann in Ocholt die Idee, dass ein Fersengold-Motorrad entstehen sollte, das wir dann versteigern und wo wir den ganzen Gewinn dann ganz gerne, also beziehungsweise die Biker-Diele Ocholt, Ärzte ohne Grenzen spenden möchte. Und dann haben wir die Originalunterschriften von euch in Gold hinterlegt. Mit Goldlack oder was? Nein, es ist Blattgold. Ja. Wow, Alter, was ist das geil? Was habt ihr euch denn da für Mühe also gegeben? Und das habt ihr einfach jetzt, also ihr habt 200 Arbeitsstunden reingepackt, damit das jetzt gespendet werden kann, was da rauskommt. Genau, genau. Das ist wirklich eine richtig geile Aktion. Verlieb dich nie, 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 niemals nie in das Mädchen hinter der Theke. Verlieb dich nie, 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 niemals nie in das Mädchen hinter der Bar. Geht ein Stück zurück, dass das so eine Sauerei gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Geht weiter zurück! Ich glaube schon, versuch noch. Es ist ein Fersengold-Song, aber ich weiß nicht genau welchen. Isn't that sweet? I'm so sorry, little Flittermouse. Subconference! Give it to me one more time, 2020! Ich glaube, uns steht ein sehr harter Winter bevor. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen gesund bleibt, dass eure Familien gesund bleiben und dass wir alle es irgendwie schaffen, durch die Zeit zu kommen und irgendwann wieder dastehen können und zusammen so feiern, wie wir das so viele Jahre zusammen getan haben. Der letzte Song, den wir spielen, der passt ein bisschen in das Thema. Eigentlich ein Song, den wir oft am Anfang spielen von einem Konzert. Und der heißt Niemals sang- und klanglos untergehen. Das wären wir auch nicht, genauso wie viele andere Künstler und Kulturschaffende werden wir, wenn wir schon untergehen, laut dabei sein. Wir werden niemals sang- Das war für euch die Halloween Party 2020 von Fersengold. Das war's wieder von uns von Fersengold TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, jeden Mittwoch 18 Uhr einschalten, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich freue mich aufs nächste Video, da geht es nochmal um die Fersengold-Vergangenheit. Malte und Jan im Kutz in Osterholz-Scharmbeck im Kulturzentrum, wo sich ein Teil der Fersengold-Geschichte abgespielt hat. Schaltet wieder ein und bis dahin macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns.